Herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um das spannende Thema vom kleinen Mädchen zur Profifußballerin mit Meriam Tertschun. Viel Spaß dabei. Jetzt Meriam, schön, dass du dabei bist. Dankeschön. Ja, lass gerne mal reinstarten. Stell dich mal gerne für alle Zuhörer und Zuhörerinnen, die dich vielleicht noch nicht kennen, mal vor. Einfach so dein Stand jetzt, wo spielst du aktuell und so ein bisschen, was du noch zu dir sagen möchtest. Ja, aktuell spiele ich bei Dijon in Frankreich in der D1, höchsten Liga in Frankreich. Ja, bin seit kurzem wieder, oder ja, schon jetzt mehr als ein Jahr, immer wieder auch mit dem Nationalteam unterwegs. Ja, und bin eigentlich seit 6 Monaten so richtig Profifußballerin. Mega. Und das war ja auch ein Weg, oder? Dahin? Ein ziemlich langer Weg, ja. Nimm uns da gerne mal mit. Also so, jetzt wissen wir schon mal, okay, du bist jetzt in Frankreich, in der höchsten Liga. Frankreich ist ja auch besonders im Frauenfußball eine der Top-Ligen, oder? Genau, ja. Kann man schon so sagen, ne? Wie sah denn dein Weg dahin aus? Also nimm uns da gerne mal mit, wirklich ganz zum Anfang. Du als kleines Mädchen, wie du das erste Mal zum Fußball gekommen bist, ja, bis hierher. Wie war es für dich? Wie hat das alles gestartet, so dein Weg? Ja, war irgendwie noch lustig, weil also ich bin die Älteste, ich habe noch einen jüngeren Bruder. Und mein Vater, der hat sich immer einen Sohn gewünscht als erstes Kind, und dann bin dann ich gekommen. Der hat mir den Fußball eigentlich immer mit dem, also alle Bälle einfach immer mit dem Fuß zugespielt. Und irgendwie hat das dann so angefangen, habe ich das Gefühl. Das war so in unserem kleinen Garten im Hinterhof. Ich habe viel mit meinem Vater gespielt, der selber auch Fußball gespielt hat oder auch den Fußball einfach auch als Fan mega liebt. Und dann, glaube ich, habe ich das irgendwie so im Unterbewusstsein mitgenommen. Und dann habe ich in der Schule eigentlich immer mit den Jungs in der Pause gespielt. Und die haben dann gemerkt, ach, die ist da eigentlich noch gut und so. Und die wollen wir bei uns im Team haben. Und dann, auf dem Asphalt in der Schule habe ich dann angefangen, Fußball zu spielen und gemerkt, dass es mir einfach mega Spaß macht. Wie war das damals, also als du gestartet hast? Wie alt warst du da circa dann, wo du in der Schule gespielt hast mit den Jungs? Da war ich so 7, 8 so. Mhm. Und dann einfach die ganze Zeit immer Fußball gespielt. Und dann mit 11 hatten wir ein großes Schülerturnier. Da waren aber auch nur Jungs dabei, aber die Jungs aus meiner Klasse, die damals dabei waren, mit denen ich bis heute noch Kontakt habe, was lustig ist, die haben sich mega eingesetzt und so, nee, die, auch wenn sie ein Mädchen ist, wir wollen sie, dass sie mitkommt und so, und durfte dann mitgehen. Und dann hat mich dann da eigentlich ein Trainer angesprochen, der so gefunden hat, ja, willst du nicht Fußball spielen in einem Verein mit Mädchen? Und dann habe ich dann das dann später auch gemacht. Mega. Wie war das für dich in der Schule? Ja, als sozusagen einziges Mädchen mit den Jungs zu spielen, also war das so ein ganz natürliches Gefühl, weil es dir Freude gemacht hat, oder war es irgendwie schon anders? Hast du da irgendwie auch Ablehnung erfahren in dieser Zeit? Nee, eigentlich, also die Jungs, ich glaube, in diesem Alter haben wir nie groß einen Unterschied gemacht, ob Mädchen oder Junge, und wir hatten einfach mega Spaß und Freude am Fußballspielen. Was man aber schon gemerkt hat, ist so, dass die anderen Mädchen, die nicht so fußballbegeistert oder nicht so sportlich waren, das nicht so toll fanden, und ich wurde auch immer als Erste gewählt, auch in ein Team gewählt und so. Und ja, ich bin dann aber auch sonst, ich hatte als kleines Mädchen aber auch später eigentlich immer Jungs, als waren immer meine besten Freunde. Und das war irgendwie für mich so völlig normal eigentlich. So. Und dann bist du nach dem Schülerturnier zu einer Mannschaft gekommen. Was war das für ein Verein? Also auch mit Jungs zusammen, oder war das dann schon eine Mädelsmannschaft? Nee, das war dann schon ein Mädelsteam. Das war der SCF Juventus. Da habe ich im Juchhof das erste Mal dann wirklich so an den Ball gekickt. Und war mega toll. Also ich habe eine mega tolle Erinnerungen an diese Zeit, weil ja, wir einfach zusammen Fußball gespielt haben und es einfach mega, mega cool hatten, alle zusammen auch. Und wir waren auch ziemlich gut, muss man sagen. Wir haben viel gewonnen und hatten viel Erfolg und so, und das hat einfach mega Spaß gemacht. So. Super. Du hast ja gesagt, dass du dann schon nochmal auch mit den Jungs gespielt hast, oder wenn ich es richtig verstanden habe, mal in unserem Vorgespräch. Also wie ging es dann weiter, als du dann bei Juventus mit dem Mädelsteam warst? Sie war sehr erfolgreich. Also dann habt ihr auch schon gegen FC Zürich und so gespielt, oder ist das noch anders gewesen zu dem Zeitpunkt? Wie war das so von den Gegnern her? Ich war so 11, 12, 13. So. Und mit 13 habe ich dann gemerkt, so, ja, ich brauche ein bisschen mehr Herausforderung. Mhm. Und mein Bruder hat da in dieser Zeit eigentlich auch schon Fußball gespielt, und der war in der Academy bei Zürich. Und darüber haben wir eigentlich erfahren, dass der FC Zürich jetzt sein erstes Mädchenteam bildet. Das war dann die U14. Damals, und dann bin ich dann so dorthin gekommen. Also der FC Zürich hatte vorher eigentlich nicht jüngere Teams oder Mädchenteams
in dem Sinne, wie es das heute gibt oder auch gemischt mit Jungs. Mhm. Und bin dann eigentlich direkt in das erste U14-Team beim FC Zürich gekommen. Und seither habe ich dann immer beim FC Zürich gespielt. Aber der Grund, warum ich gewechselt bin, war eigentlich schon auch, weil ich einfach mehr wollte, mehr Herausforderungen. Aber es war nicht so, dass ich irgendwie dachte so, ja, in 10 Jahren möchte ich dann Fußballprofi sein oder ich möchte irgendwie ja, davon leben können oder so, sondern ich habe das wirklich gemacht, was mir einfach mega Freude gemacht hat. Mega. Einfach so aus dem Moment wolltest du noch mehr raus und hast gemerkt, okay, macht auch noch mal mehr Spaß, wenn das Niveau höher ist, da geht noch einiges und so weiter. Mhm. Wie war es für dich von der familiären Seite? Jetzt ja so, dass du auch algerische Wurzeln hast, oder? Genau, ja. Wo ja auch zu dem Zeitpunkt vielleicht auch noch mal das Frauenbild ein bisschen anderes ist, als wir es kennen, oder? Mhm. Wie war das für dich? Wie hast du das so wahrgenommen? Gab es da? War sehr schwierig. Ich glaube, also heute können wir darüber lachen, aber früher war es dann so, ich war immer mit den Jungs unterwegs, habe immer mit den Jungs Fußball gespielt und mein Vater hat das echt nicht so Spaß gemacht, er fand das nicht so toll. Meine Eltern haben sich dann aber, als ich 7 war, scheiden lassen und dann waren wir immer so zur Hälfte bei Mama und bei Papa. Und mein Bruder, da hat ja früher dann auch Fußball gespielt und mein Vater fand das so, nee, ich finde, du solltest nicht Fußball spielen. Und mein Bruder war der Erste, der war so 2 Jahre jünger wie ich und der meinte dann so am Tisch irgendwann so, ja, aber wenn ich Fußball spielen darf, dann darf sie das auch. Und muss dazu sagen, ich und mein Bruder hatten schon als kleine Kinder ein mega gutes Verhältnis zusammen und er hat mich mega unterstützt und fand so, ja, aber ich finde, wenn ich das darf, darf sie auch und so. Und meine Mutter fand so, ja, wenn du das willst, dann mach. Mhm. Ich bin da und ich unterstütze dich. Und ich glaube, ich wollte dann immer, aber dass mein Vater auch an die Spiele kommt und auch zusehen kommt. Der kam dann aber wirklich mega lange nicht. Und das war so als kleines Kind schon sehr schwierig zu akzeptieren. Mhm. Also ich glaube auch, das Ganze auch zu verstehen, dass das nicht so erwünscht ist einfach. Ich glaube nicht, dass er grundauf etwas dagegen hatte in dem Sinne, sondern dass er es einfach nicht anders kannte. Mhm. Weil wenn ich ihn heute sehe, dann weiß ich, dass er extrem stolz ist und mega Freude hat an dem, was ich tue. Aber ich glaube, er braucht so ein bisschen einen Schubser in die Richtung, zu sehen, dass es mir einfach Spaß und Freude macht und dass ich das Talent halt dann auch einfach von ihm hatte. Und später habe ich dann irgendwann so gesagt, ja gut, hör auf dich zu beschweren. Du warst ja der mir den Ball so immer zugespielt hat, als ich klein war. Und heute können wir darüber lachen. Aber es hat mir schon auch aufgezeigt oder vielleicht muss ich dann schon früh eigentlich für das kämpfen, was ich eigentlich gerne machen möchte. Was hättest du da gerne schon irgendwie gewusst oder was würdest du vielleicht auch jungen Mädchen mitgeben, die vielleicht sogar diese Unterstützung, die du dann hattest von deinem Bruder, nicht so erfahren? Ich glaube, wichtig ist, dass man mindestens jemanden hat in der Familie oder im Freundeskreis, der einem unterstützt. Ich glaube, als Kind ist es so schwierig, dann diese Welt der Erwachsenen so zu durchbrechen als Kind. Aber später dann glaube ich schon, dass man, also heute lasse ich mich wirklich nicht mehr beeinflussen von Leuten, die mir sagen, ich sollte das nicht tun oder Dinge nicht tun, die ich nicht gerne tun würde. Aber als Kind schon sehr schwierig. Aber ich glaube einfach nicht aufzuhören, daran zu glauben, dass es immer einen Weg gibt, aber auch das machen zu können, was man gerne tut, ist einfach so wichtig, weil ich glaube, wenn man das nicht tut, dann geht es einem irgendwann nicht mehr gut. Absolut. Es hat ja auch was mit Authentizität zu tun dann letztendlich und wie man sich ja auch, oder eigentlich entfaltet sich ja auch alles von alleine, wenn man das so zulässt. Genau. Und da hast du für dich schon, oder da bist du vielleicht auch schon so deinem jüngeren Ich dankbar, dass du das einfach für dich so gemacht hast, dass immer darauf geschaut hast, was macht dir Freude, da hingegangen bist. Ja. Und letztendlich hat sich sehr positiv entfaltet. Oder? Ja, völlig. Es war so ein innerer Drang auch so. Mhm. Was dann spannend war, ich mache gerade weiter in meiner Geschichte, so war dann, dass es ziemlich schnell ging. Also ich war dann in der U14 und habe da gespielt und so weiter. Und dann hat es mega Spaß gemacht und so weiter, war immer noch sehr viel Freude dabei. Und dann plötzlich kam das Aufgebot, das erste Aufgebot für das U-Team, für die U16 des Frauennationalteams. Und dann war dann so, boah, okay, gut, was mache ich jetzt damit? Gehe ich einfach mal hin? Das war so ein Sichtungstag und da waren keine Ahnung wie viele Mädchen dabei, alle mega nervös und wussten nicht, was auf uns zukommt. Und da wusste ich so, dass es jetzt, jetzt wird es schon ernst irgendwo und geht so Richtung Leistung und nicht mehr nur noch Breitensport. Hast du dich da schon damit auseinandergesetzt, also so mit dem Frauenfußball, was bedeutet es als Frau Profi zu sein und so weiter, kam das dann so Gedanken und auch Themen? Nee, eigentlich gar nicht. Ich war dann
in diesem Alter immer noch so ein bisschen, die Herausforderung fand ich einfach mega spannend, so in dem Sinne. Aber ich hab nicht damit gerechnet, dass das, was dann alles noch kommt im Frauenfußball, dass das so intensiv und dass das mein Leben so extrem einnimmt, mit dem habe ich nicht gerechnet, nein. Mhm. Wie ging es dann weiter, also als du in der Nationalmannschaft dann warst, das ja sehr wahrscheinlich auch, gehe ich jetzt nur davon aus, die Sichtung bestanden oder warst dann mit dabei, hast dann realisiert, okay, du bist jetzt einer der Besten des Jahrgangs, oder, in der Schweiz letztendlich. Was hat das dann für dich für einen Unterschied gemacht? Also du hattest ja stark den Drang, oder, der Freude zu folgen. Ne? Mhm. Ging sie dann irgendwie weg oder wie hast du es geschafft, vielleicht auch in der Phase die Freude irgendwie beizubehalten? Wie bist du da? Was halt schon, solange du Herausforderungen hast und die dir auch gut tut, dann hast du irgendwie automatisch Freude daran. Und ich wollte ja auch immer zu den Besten gehören oder auch immer mich auch weiterentwickeln in dem Sinne. Und ich war dann auch immer so ein bisschen umgeben von guten Freundinnen, die lange mit mir auch zusammen gespielt haben. Das hatte schon auch noch so einen tollen Effekt eigentlich, weil man mit Leuten ist, die man kannte und schon seit klein auf. Aber irgendwann, wenn ich dann so in den Strudel reingekommen, da habe ich wie nur noch funktioniert. Und dann war es irgendwie so, dass ich alles rundherum, also die Ausbildung, Schule und so weiter, dem Fußball anpassen musste. Mhm. Und das war so, habe ich vielleicht nicht so direkt realisiert, aber war so der erste Schritt in die Richtung, ja, dass es einfach nichts mehr anderes gibt außer Fußball. Gezwungenermaßen eigentlich, damit ich eben trainieren kann oder damit ich die Leistung bringen kann. Und das hat das Familienleben verändert, meinen Freundeskreis verändert. Aber ich wollte es. Ich wollte es wirklich. Aber es war so, jetzt wenn ich zurückschaue, schon eine Zeit, wo es halt einfach dann, da geht es dann wirklich um alles oder um den Fußball, um die Leistung an sich. Würdest du sagen, es ist eine sehr entscheidende Phase, auch für junge Mädchen, das zu wissen, dass es irgendwann eine Phase geben wird, wo man sich eben entscheiden muss sozusagen, hey, gehe ich jetzt in die berufliche Laufbahn rein oder in den Fußball rein? Und wenn ich in den Fußball reingehe, was mache ich dann oder wie mache ich das mit der beruflichen Phase? Würdest du sagen, es ist eine sehr entscheidende Phase? Absolut. Ich glaube, wir verlieren die meisten Mädchen oder die größten Talente verlieren wir eigentlich genau in diesem Alter, wo sie in das Berufsleben kommen und sich dann da entscheiden müssen, okay, gut, Karte Fußball oder halt dann eben Beruf. Und das ist halt oft leider der Beruf, weil die Möglichkeiten jetzt in der Schweiz noch, sie sind sich am Verbessern, aber einfach noch ein bisschen schwierig sind, das halt dann auch 100% auszuüben. Da gibt es auch viele Eltern, die mich schon gefragt haben, ja, aber wie geht das dann? Oder wie macht man das dann später? Und es ist definitiv schwierig, dann daneben noch zu arbeiten. Mhm. Es geht schon irgendwie, aber man verzichtet auf extrem vieles und das war ich mir nicht so bewusst und ist vielleicht noch gut, wenn man sich das vorher bewusst ist, weil jetzt, wenn man sich so, das so anhört, ist so 60% arbeiten, 80% arbeiten, dann noch viermal Training am Abend über eine längere Zeit, wird einfach irgendwann schwierig. Und wenn man jung ist, dann hat man vielleicht auch noch mal andere Interessen, will man reisen oder irgendwie mit Freunden mal was unternehmen, das geht dann halt einfach alles nicht. Ja, plus eben auch auf dem Level natürlich auch Auswärtsfahrten, die nicht unbedingt um die Ecke sind. Oder muss man ja schon weiter reisen, wenn man dann auch sich auf höchstem Level messen möchte, oder? Ja, genau. Okay, in dieser Phase, ne, vielleicht ist gerade die eine oder andere dabei, die in dieser Phase steckt, oder? Was hättest du damals gerne schon gewusst, so weißt du, irgendwie, um dich darauf vorzubereiten? Gibt es da etwas so, wo du sagst, es hat dir voll geholfen? Ich glaube auf jeden Fall mehr auf mich zu hören, mehr auf meinen Körper zu hören oder auf diese Dinge, die ich eigentlich wirklich brauche. Weil ich habe das Gefühl, dass ich da verglichen mit heute einfach irgendwie nur noch funktioniert habe. So, ich habe gar nicht mehr so den Zugang gehabt zu dem, dass ich wusste, was ich jetzt eigentlich will oder brauche. Das ist in diesem Alter, glaube ich, auch allgemein noch schwierig, aber ich glaube, es wäre gut gewesen, hätte ich gewusst, dass zum Beispiel auch vielleicht mir die Zeit zu nehmen, eben auch über Mentales nachzudenken oder eben auch, wie viel Schlaf brauche ich, ja, wie sollte ich essen und was brauche ich sonst noch. Ganz banale, einfache Dinge, die ich dann einfach ignoriert habe oder einfach nicht gewusst habe. Mega spannend. Also hätte wahrscheinlich auch, also kann man natürlich auch so alleine machen für sich, wenn man reflektiert genug ist, aber hätte vielleicht auch eine Unterstützung gut getan, einmal einfach wie alles durchzuplanen und dann gleichzeitig eben in dem Plan sich wieder fallen lassen zu können und auf die Intuition, aufs Körpergefühl achten zu können, oder? Absolut, ja.
ja, du hast gerade schon so schön beschrieben, da hast du dieses Gefühl, du hast einfach nur noch funktioniert. Ich kenne es auch selber bei mir, glaube ich, wenn ich zurückblicke, war es auch ähnlich so, diesen NLZ-Alltag, so alles läuft immer gleich und so weiter. Sind natürlich ein bisschen noch andere Themen. So, wie kamst du da wieder raus? Aus dem einfach funktioniert hin zu dem? Also würdest du sagen, es war eine Reise und es ging immer Stück für Stück oder gab es Phasen oder was würdest du sagen? Ich glaube jetzt, wenn ich so zurückschaue, macht alles irgendwie Sinn, weil ich war schon immer so, auch als Kind schon, wenn du mir gesagt hättest, ja, die Herdplatte ist heiß, lang die nicht an, dann wäre ich die Erste gewesen, die das so kurz mal ausprobiert hätte. Und ich glaube, das hat sich so ein bisschen durchgezogen dann, weil irgendwann geht das einfach so nicht mehr weiter und der Körper sagt Stopp. Und bei mir war das der Fall, dass ich dann den ersten Kreuzbandriss hatte mit, da war ich 20, das war 2016. Und das hat mich schon ziemlich durchgeschüttelt so. Und ich glaube, da hat dann so der Prozess angefangen, wo ich mehr über gewisse Dinge nachdenken musste, gezwungenermaßen, über mein Leben, über meine Karriere, über meinen Körper. Ja. Gut, also letztendlich auch wieder ein Geschenk, rückblickend betrachtet. Was natürlich, ja, würde ich schon so sagen. Kann man sagen, ja. Ist ja immer nicht so geil eine Verletzung, aber so wie du es so schön gesagt hast, der Körper, also wenn man halt dann nur noch funktioniert, dann sagt der Körper, ey, stimmt gerade etwas nicht so, beschäftige dich mal mit dir oder schau mal das an. So, das war dann die Phase. Ja, also Kreuzbandriss oder der erste Kreuzbandriss, was hat sich dann verändert? Also konntest du die Zeit nutzen oder hättest du die aus heutiger Sicht noch besser nutzen wollen, je nachdem? Beim ersten Kreuzbandriss, für die, die das noch nie hatten, das ist so ganz schlimm, weil man überhaupt nicht weiß, was auf einem zukommt in diesem Sinne. Das war dann schon sehr schwierig eigentlich. Und ich glaube, ich hätte die Zeit besser nutzen können, weil ich war dort schon wieder unter Druck, weil dann 2017 gleich die Europameisterschaft war in Holland. Ich wollte natürlich unbedingt dabei sein, war dann zum ersten Mal dann Anfang 2016 Teil vom A-Nationalteam und hatte dann so knapp 9 Monate Zeit. Habe dann mit dem Doktor das alles angeschaut und der meinte so, ja, ist möglich, aber wird schwierig. Und dann war ich irgendwie gar nicht mehr so, ich hatte wie nicht so die Zeit, die ich dann später hatte, dass ich mir Gedanken gemacht habe, wirklich über mich und was ich eigentlich möchte. Sondern war dann schon wieder so, okay, gut, Kreuzbandriss, gut, ich will an die Euro, okay, gut. 9 Monate Zeit, let's go. Und das hat mir nicht die Möglichkeit gegeben, vielleicht über dann diese Dinge, über vor allem das Mentale nachzudenken oder mir dort ein bisschen mehr hinzuschauen, weil ich einfach schon wieder das nächste Ziel hatte. Wann kam das erste Mal? Also dass du sagen würdest, so, da hast du dich dann so damit das beschäftigt? Das war dann quasi beim zweiten Kreuzbandriss. Im zweiten Kreuzbandriss war es dann. Der Körper sagt, hallo, hast du was übersehen? Ja, genau. Kann man wirklich so beschreiben. Der zweite Kreuzbandriss war einfach ein bisschen unglücklich, war echt übel, aber das hat mich dann komplett in ein Loch gerissen. Das war dann 2017, war das schon, also ein Jahr später, nach dem ersten Kreuzbandriss fast. Und da hatte ich so einen wirklichen Anflug von Depressionen und da habe ich dann gezwungenermaßen mir dann irgendwann dann endlich mal Gedanken darüber gemacht, was ich eigentlich wirklich brauche oder wie es mir eigentlich wirklich geht. Das ist natürlich jetzt auch ein Thema, wo man lange und viel drüber sprechen kann. Was würdest du sagen, so deine Top-Learnings, die du da rausgezogen hast? Was waren so die Sachen, die sich dann verändert haben, die du danach irgendwie anders gemacht hast, wo du merkst, hey, das tut dir mega gut, auch in diesem Fußball, also da war es ja dann noch so Fußball, Job und so weiter, Alltag, oder? Was waren da so die Top-Learnings oder die Sachen, die du da rausgezogen hast für dich? Ich glaube, dass ich einfach auf meinen Körper hören muss und auf das, was die innere Stimme eigentlich zu mir sagt. Und dass bei allem Negativen auch was Gutes dabei rauskommen kann. Mega schön. Seitdem ist die innere Stimme wieder an. Ja, ständig. Ja. Geil. Dann ging es ja weiter oder du warst ja mit Zürich auch sehr erfolgreich oder viele Titel geholt. Champions League gespielt. Gespielt. Erfolgreich gespielt, oder? Gibt es in der Phase noch irgendwas zu sagen, wo du sagst, das ist wichtig, irgendwie zu teilen? Zu dieser jetzt, sage ich mal, ein bisschen längeren Phase nach dem zweiten Kreuzbandriss, erfolgreich bis jetzt kurz vor dem Wechsel?
Was war dann noch so Spezielles in dieser Phase? Da kam ja dann noch der dritte Kreuzbandriss dazu. Aber der war irgendwie so, genau weil ich mich mit mir selber beschäftigt habe oder mit vor allem dem zweiten Kreuzbandriss, fiel mir das viel einfacher, dann damit umzugehen. Und seither habe ich einfach immer regelmäßig so, oder mir einfach auch mal eine Auszeit genommen, jetzt nicht einfach nur für die Reha, sondern eben auch, ich war dann reisen und hatte mal einfach Zeit komplett nur für mich und mir Gedanken gemacht, so allgemein in meinem Leben, so was will ich eigentlich noch alles machen. Und dritten Kreuzbandriss war es dann so, ja, ich will eigentlich noch Skifahren und Surfen, nicht nur unbedingt Fußball spielen. Und da muss ich ja sowieso was tun. Und dann hat sich die Sicht auf das Ganze in Bezug auf den Fußball extrem geändert, weil ich einfach jemand bin, der gerne sich bewegt und gerne rausgeht und gerne Dinge tut. Und die Dinge kann ich nur dann tun, wenn es mir gut geht. Und mir geht es gut, wenn ich physisch parat bin, aber auch wenn ich mental halt, wenn es mir gut geht. Und diese neue Perspektive, dass du gemerkt hast, eben der Fußball, der immer im Vordergrund stand, für den du dich bewusst entschieden hast, oder? Ist großartig und gleichzeitig willst du dich auch noch bewegen können, auch nach der aktiven Karriere, oder? Was hat das da nochmal verändert, so? Also diese neue Erkenntnis oder neue Perspektive darauf? Ja, einfach eine gewisse Lockerheit. Ich glaube, ich habe früher das ist jetzt nicht irgendwas, was ich mir so irgendwie anhängen würde, aber war halt schon so, der Druck war da, man musste immer leisten, ich wollte aber auch immer leisten, aber irgendwie ging dann so der Spaß ein bisschen verloren. Und den habe ich mir einfach zurückgeholt. Im Sinne von, ich habe dann beim Reisen hatte ich dann mal mit einer Gruppe Frauen habe ich dann Fußball gespielt, so einfach voll fun. Und das war so toll, weil ich dann so gemerkt habe, deswegen spiele ich Fußball. Nicht einfach nur, um für das Nationalteam zu spielen oder irgendwie Titel zu gewinnen, sondern einfach, weil das Spiel an sich mir einfach mega Spaß macht. Und dann hat es mir einfach geholfen, als ich dann wieder zurück beim FC Zürich war, hat es mir geholfen, dann meine Karriere nochmal neu zu starten, aber immer mit dem Wissen so, mal schauen. Mal schauen, was jetzt passiert, und alles, was jetzt noch kommt, ist sowieso ein Plus, weil ich das mitnehmen kann, weil eigentlich mir jeder Arzt oder jeder Physio oder Leute sonst auf Social Media oder rundherum immer gesagt haben, ja, wenn ich dich wäre, würde ich aufhören. Boah, brutal. Also das Warum hat sich ein bisschen geändert, warum du Fußball spielst, oder du hast dich wieder erinnert, warum du mal gestartet hast, so ein bisschen so, oder? Würdest du sagen, dass genau dieser Spaß oder die Lockerheit, die du dann wieder reinbekommen hast, also dass sich das Warum geändert hat, ne? Würdest du sagen, auch wenn es erstmal ein bisschen paradox klingt, würdest du sagen, dass es sogar ein wichtiger Part von deinem heutigen Erfolg auch, dass du quasi nicht mehr nur, hey, und da will ich noch und... Mhm. Ja, sagen wir mal höher, schneller, weiter, oder das ist so ein bisschen das Sprichwort, was vielleicht so ein bisschen zusammenfasst, sondern wieder in die Freude reingekommen bist, Lockerheit reingebracht hast, auf den Körper gehört hast und so weiter. Würdest du sagen, das ist ein Part davon? Absolut. Ich glaube, das hilft mir heute, gesund zu bleiben, aber auch Leistung zu bringen und einfach die Dinge bewusster zu genießen. Und wenn man die Dinge bewusster genießt, dann ist man automatisch wieder mehr im Kopf und mehr wieder dort bei diesen Momenten oder... dass man einfach mehr weiß oder bewusster in sich reinspürt, was man braucht oder was man will und was einem gut tut. Und gleichzeitig aber auch gewisse Dinge einfach nicht mehr so zu ernst zu nehmen. Mega. Ist ja auch eben dieses Ding, du hast es ja schon vorhin beschrieben, oder was, glaube ich, auch eine wichtige Phase ist, wo viele dran scheitern, langfristig erfolgreich zu sein. So dieses, oh, jetzt kommt es drauf an, und auf einmal verlieren sie komplett alle Top-Leistungsfaktoren, also die dazu geführt haben, dass sie da sind, wo sie sind, oder? Weil es dann auf einmal verkrampft wird. Ja, mega spannend. Das fällt ja auch oft auf, wenn wir junge Spielerinnen von, sagen wir jetzt mal, von der U21 oder von der U19 in das erste Team nehmen, dann sind die komplett unbeschwert, fegen da alle Alten vom Platz, und dann irgendwann, desto länger sie in diesem Team dabei sind, verändert sich irgendwas. Und ich glaube, wir verlieren dann irgendwann diese Unbeschwertheit, die die Jungen oft mitbringen, und die verlieren sie, weil sie einfach in den Druck reinkommen. Es geht um mehr Resultate, um mehr um Leistung. Und ich habe mir so ein bisschen versucht, das wieder zurückzuholen, das Unbeschwerte, das Freie zu spielen, freier aufzulaufen, freier zu sein allgemein. Und das hat mich so ein bisschen beeindruckt. Und ich versuche dann jetzt immer so, wenn die Jungen dann kommen, so, hey, mach weiter so, ich will auch. Ja, nimm mich mit auf deinen Zug der Unbeschwertheit irgendwie. Das
super spannend. So ein bisschen eine Parallele sehe ich dort, weißt du, so beim Lebensprozess ja auch so. Wir sind als Kinder, weißt du, frei, machen unser Ding, dann werden wir erzogen, manchmal auch verzogen. So, und dann geht es eigentlich darum, wieder zurückzukommen zu seinem wahren Sein sozusagen, weißt du? Und das ist ja eigentlich so bei der Fußballkarriere auch so. Locker, 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 alles super, nur Freude und so weiter. Und dann verzogen sozusagen, in den Druck reingekommen, irgendwie sich verloren so ein bisschen und jetzt die Lockerheit zurückholen. Würdest du sagen, ist es möglich, grundsätzlich, wenn man jetzt das gerade hört, 16, 17, 18, 19 ist, sich die Lockerheit schon beizubehalten, indem man einfach dieses Warum, ja, sich daran erinnert. Klar kann es sein, dass man die momenteweise mal vergisst, aber sich daran erinnert, würdest du sagen, das ist möglich so? Ich denke schon, bis zu einem gewissen Grad schon. Ich glaube, was dann dazu kommt und was einem dann später immer mehr hilft, sind auch gewisse Erfahrungen, die man macht oder Situationen, in denen man in den Druck kommt. Das kann sein, dass man noch ein Spiel drehen muss oder dass man im Cup-Final irgendwie gerade 1-0 hinten ist. Das hilft dann schon, wenn man diese Dinge immer wieder erlebt. Aber ich glaube, man kann sich das definitiv aneignen, dass man das beibehält, aber dass man auch, ich finde das Wichtigste eigentlich, wenn man jung ist, dass man auf seine eigene Stimme hört. Weil oft einfach, ja, stimmt das Gefühl, das man hat, also oft. Und ich habe das Gefühl, wir verlernen auch allgemein im Leben oft einfach auf das zu hören. Definitiv. Ja. Es gibt hier noch, glaube ich, mega viel, was wir besprechen könnten, reinbringen könnten, aber machen wir einfach nochmals eine weitere Folge dazu. Vielleicht zu der jetzigen, also schließen wir noch die Geschichte ab, dann müssen wir jetzt uns auch sein gewechselt, da wollen wir auch noch drüber sprechen. Ah ja, genau, ja. Genau, jetzt vielleicht eine Abschlussfrage, die ich gerne stelle, jetzt beim Podcast oder auch bei den YouTube-Videos, in Interviews, weil es immer sehr, sehr spannend ist, meiner Sicht, wenn du jetzt mit allem, was du gelernt hast, oder nochmal zurückreisen könntest, und die 16-jährige Miriam treffen könntest, oder? Und du hättest genau Zeit, um dir selbst 3 Tipps zu geben, um eben nochmals eine bessere Karriere zu haben oder wie auch immer. Was wären die 3 Tipps, die du dir selbst mitgeben würdest? Vertrau dir selber. Lass dich nicht zu fest beeinflussen von Nebengeräuschen oder von Leuten, die dir sagen, was du zu tun und zu lassen hast, weil du eigentlich selber genau weißt, was du willst oder dabei bist, es herauszufinden. Und das Letzte ist, nie aufzugeben, an seine Träume zu glauben und diese dann auch danach umzusetzen. Mega, mega. Danke dir recht herzlich für den Einblick, für deine Geschichte. War mega spannend, richtig geile Geschichte. Ich glaube, etwas, wo ja auch du als Zuhörer und Zuhörerin das gerne auch nochmals anschauen kannst, weil da war brutal viel drin, was du für dich mitnehmen kannst, auch mal ein bisschen zwischen den Zeilen lesen. Danke dir fürs Zuschauen bis hierher. War wieder extrem spannend. Danke dir, Miriam, für alles, was du reingebracht hast. Wirklich mega spannend und wertvoll für alle Zuschauer und Zuschauerinnen. Und ja, du hast natürlich die Möglichkeit, diesen Kanal kostenfrei zu abonnieren, wenn du weitere Videos auch wieder schauen willst und einfach dich weiterentwickeln möchtest. Mach das sehr gerne. Hier hast du die Möglichkeit. Und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und ciao. Tschüss. Tschüss.